Hey Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Für alle, die einen Besenstiel zu Hause haben, hätte ich jetzt hier eine Übung. Dabei geht es noch einmal um bewusstes Atmen und eine Ganzkörpermobilisation. Und gerade die Leute, die im Homeoffice sind, dürften sich echt freuen. Also, viel Spaß! Alles, was ihr braucht, ist eine Stange dafür. Und ich werde mich jetzt seitlich hinstellen, damit ihr das Ganze gut betrachten könnt. Die Stange nimmt man locker in beide Hände. Ja, der Griff sollte auch nicht zu fest sein. Wir kombinieren jede Bewegung, jeden Arbeitsschritt sozusagen, Bewegungsschritt besser gesagt, mit einer Atmung. Und zwar zum Beispiel, beim Einatmen wird die Stange herangezogen. Beim Ausatmen die Stange wieder weg. Mit dem Einatmen wieder zur Brust. Und hier kombinieren wir zwei Sachen. Da freuen sich die Lendenwirbel gerade. Wenn ihr eine schwerere Stange habt als vielleicht gerade nur einen Besenstiel, geht das Ganze auch ein bisschen leichter. Und natürlich macht das bitte immer in dem Rahmen, der für euch auch möglich ist. So, nächstes Einatmen. Stange wieder rein und Stange nach unten. Wenn ihr das Ganze noch ein bisschen effektiver machen wollt, begleitet die Stange immer mit den Augen. Dann hat der Nacken nämlich auch gleich was davon. Und es hilft, sich einfach mal wieder auf eine Sache zu fokussieren, ein bisschen runterzukommen. Viel Spaß damit und bleibt gesund.